Ja, hallo zusammen und willkommen zum zweiten Teil meines Videos hier aus dem Windtestfeld Grevenbruch. In diesem Video will ich euch noch ein bisschen was zum Testfeld selbst erzählen und auch zu den anderen Anlagen, die hier noch rumstehen. Ja, das Testfeld gibt es seit 1998, ist ein Testfeld für Binnenland-Windkraftanlagen und ist hier auf einer ehemaligen Abraumhalde eines Braunkohletagebaus entstanden. Nennt sich Neurather Höhe oder Neurather Kippe. Ja, also Hersteller können quasi hier ihre Anlagen bauen, testen und nach internationalen Standards vermessen. Betreiber ist die Windtest Grevenbruch GmbH. Die gibt es seit 1996. Ja, und ist selbst auch ein Dienstleister. Also wenn jemand einen Windpark plant und irgendwelche Gutachten braucht, Schallgutachten, Schattengutachten, dann kann man die auch bei der Windtest Grevenbruch GmbH beantragen. Also die berät auch bei Windparkplanungen und führt verschiedene Schallleistungsgutachten durch. Genau. Ja, hier stehen ganz unterschiedliche Anlagentypen. Hier rechts im Bild Vensys 120. Hinten dran eine Siemens SWT 2.3390. Dann sieht man noch hier die Überbleibsel einer Vertikalrotoranlage Agile Sky. Da gab es leider eine Havarie, werde ich später noch was dazu sagen. Ja, und ganz hinten dann die Nordex N131. Ja, hier dann nochmal die E160. Und diese Anlage hier ist der Prototyp der EVIAC EV2.93. War mir vorher auch nicht bekannt. Auch eine ganz neue Anlage für mich. Wurde hier im April 2010 gebaut als Prototyp, hat 2,05 Megawatt, also 2050 kW, Nabenhöhe 85 Meter. Betreiber Stadtwerke Duisburg. Ja, EVIAC, den Hersteller gibt es leider nicht mehr, ursprünglich aus Duisburg auch. Von 2006 bis 2012 aktiv, wurde dann irgendwann von Fuhrländer gekauft. Ja, und mit dem Niedergang von Fuhrländer ist EVIAC leider auch untergegangen. Ja, was auch krass ist, ist auch echt ein krasser Kontrast hier. Hier im Hintergrund sieht man das Braunkohlekraftwerk Neurath. Wahnsinn, ey, was ein Riesenteil. Krass. Das ist echt so ein krasser Gegensatz. Hier hinten ist auch nochmal so eine Abraumhalde. Da stehen auch nochmal Anlagen. Das ist die Vollrather Höhe. Da stehen G-Anlagen. G275. Vestas, Enercon. Genau, ja, ich werde jetzt mal ein bisschen näher zur Anlage hinlaufen und erzähle dann nochmal was. So, ich stehe jetzt hier nochmal in der Nähe von der EVIAC. Ich hätte gerade so ein bisschen die Rotorblätter aus dem Wind gepitcht und trudel so ein bisschen vor sich hin. Hört sich auch immer lustig an, als ob da irgendwie Eiswürfel drin wären. Ja, wie gesagt, EVIAC, ein ursprünglicher Hersteller aus Duisburg, sorry. Optisch erinnert die Anlage so ein bisschen an die Fuhrländer FL 2500, beziehungsweise vielleicht kennen manche von euch Wind to Energy, das ist auch ein Hersteller aus Rostock. Die Anlagen sehen auch so aus. Ja, liegt daran, Wind to Energy verkauft auch Lizenzen an andere Hersteller, die dann mit der Lizenz ihre Anlagen bauen dürfen. Kann sein, dass das hier der Fall war.
Wind to Energy wurde auch zu einem Großteil von Fuhrländer gekauft damals, war dann zum Glück nicht von der Insolvenz betroffen, aber genau, deshalb sieht zum Beispiel auch die FL 2500 aus wie eine Wind to Energy Anlage. Daher kommt der Zusammenhang. Also die kugelige Narbe, das ist eindeutig Fuhrländer FL 2500. Beziehungsweise, ja, Wind2Energy. Gibt es jetzt leider nicht mal den Hersteller. Wind2Energy gibt es noch. Also kann sein, dass die Lizenz von einem anderen Hersteller noch gekauft wird und ja, quasi die baugleiche Anlage von einem anderen Hersteller gebaut wird. Ja, hier nochmal ein toller Blick auf die anderen Anlagen. Ja, hier gibt es nochmal eine Infotafel zu der EWEG-Anlage, wen es interessiert. Da stehen nochmal die ganzen Daten drauf, ich habe es ja schon gesagt. Also 2050 kW, Rotor 93,2 Meter. Ja, die ganzen anderen Sachen, Turm 85 Meter. Ja, und wie gesagt, den Hersteller gibt es leider nicht mehr. Steht es hier nochmal unter der Anlage. Auch cool ist bei der, die Rotorblätter sind ziemlich stark nach vorne gebogen. Das sieht auch richtig cool aus. Ja, von hier aus hat man jetzt einen tollen Blick auf die anderen Anlagen im Park. Das ist ja echt krass, es ist jetzt kurz vor vier und es wird schon fast wieder dunkel, ey. Das ist echt deprimierend. Ja, im Vordergrund die Vensys 120, 3 Megawatt, 90 Meter Nabenhöhe, auch relativ niedriger Turm. Ich war ja vor kurzem im Windpark Hilpensberg am Bodensee, da hatten sie 140 Meter Nabenhöhe. Aber ja, das ist immer wieder geil, solche großen Anlagen auf niedrigem Turm zu sehen. Ja, habe jetzt schon ein paar Videos von Vensys-Anlagen auf meinem Kanal. Mit Park Hilpensberg, im Saarland war ich schon mal, Vensys 112. Ja, und dann in Wieringer Meer habe ich die Vensys 126, 115, die beiden Prototypen, besucht. Ja, und als Dankeschön, dass ich die Anlagen so toll in Szene gesetzt habe, habe ich dann auch eine Werksführung bei Vensys bekommen im Sommer. Das war richtig cool. Da war ich auch in einem Maschinenhaus von der Vensys 120 drin. Ja, im Hintergrund dann die Siemens SWT 2.393. Das ist eigentlich ja, eine Offshore-Anlage oder sieht man häufiger als Offshore-Anlage. Und die hat eben, die steht auf dem Prototyp des ATS Towers. Also, den ich schon mal im Gau Bickelheim gefilmt habe bei den Anlagen. Das ist der Prototyp hier. Ja, dann die Überreste der Vertical, Agile Vertical Sky. Und dann hinten dran die Nordex N131. Ja, ich werde jetzt noch mal ein Stück näher ranlaufen, werde dann noch mal was zu den Anlagen sagen. So, jetzt stehe ich noch mal hier bei der Vensys. Oh, und da hinten geht schon wieder die Sonne unter. Oh Mann, ey, das ist so frustrierend zu dieser Jahreszeit. Das sieht auch echt richtig geil aus mit dem niedrigen Turm, wenn der Rotor so tief runterkommt. Das ist wie bei der Vensys 126 in Wieringer Meer. Die hatte auch nur 87 Meter Turm. Das sieht schon geil aus. Und die hat auch wieder dieses charakteristische Vensys-Geräusch. Also der Generator, den würde ich echt unter vielen Anlagen erkennen. Das hört sich irgendwie sehr charakteristisch an. Ich kann es immer noch nicht so genau beschreiben, das Geräusch, aber vielleicht wisst ihr, was ich meine.
Ja, was natürlich auch geil wäre, wenn 2023 soll ja, glaube ich, der Prototyp der Vensis 170 gebaut werden. Wäre natürlich geil, wenn die Anlage hier ersetzt und stattdessen eine Vensis 170 baut. Oder Vensis 155 soll ja auch noch gebaut werden. Das wäre schon richtig nice. Oh, jetzt dreht sie die Rotorblätter aus dem Wind. Ah, und jetzt schaltet sie ab. Naja, ziehe ich mal weiter. Ja, von hier sieht man jetzt schön die nächste Anlage. Siemens SWT 2.393. So auch noch nicht gesehen. Als Offshore-Anlage habe ich sie schon mal gesehen. Da wurde sie in der Vergangenheit öfters gebaut, auf der Ostsee. Aber so vom Festland auch noch nicht. Sieht auch witzig aus mit der Pinocchio-Nase. Ja, der Rotor wirkt jetzt gar nicht so krass als auf dem Turm. 133 Meter hoch der Turm. Und wie gesagt, der Prototyp des ATS Hybrid Towers. Ursprünglich holländischer Hersteller, dann irgendwann mal von Joowi aufgekauft. Ähnlich wie der MST, nur halt mit Beton. Aber leider auch keine Erfolgsgeschichte. Wird so nicht mehr gebaut von Joowi. Ja. Da fährt Enercon vorbei. Ja, dann rechts nebenan die Überreste des Prototyps der Agile Vertical Sky A32. Das ist eine Vertikalrotoranlage eines Schweizer Startups. Agile Wind Power wurde 2020 hier errichtet und war einige Monate in Betrieb und ist dann havariert. 78 Meter Nabenhöhe und 750 kW. Und ja, Rotordurchmesser 32 Meter. Grund für die Havarie war eine sehr turbulente Böe, heißt's, die in kurzer Zeit irgendwie an Geschwindigkeit gewonnen hat und dann auch noch ein Windrichtungswechsel und darauf war darauf irgendwie nicht programmiert, damit klarzukommen und ist dann havariert. Es hieß eigentlich, dass sie dieses Jahr nochmal aufgebaut werden soll, aber sieht leider nicht so aus. Aber auf jeden Fall cool, so eine Vertikalrotoranlage mal zu testen. Ja, warum nicht? Ja, hinten dran die Nordex, da werde ich jetzt mal hinlaufen. Ja, hier hat man nochmal einen schönen Blick auf die Nordex N131. Ist auch einfach eine tolle Anlage. Die Anlage hier hat jetzt allerdings nur 3 Megawatt. Die N131 gibt es ja auch noch wesentlich leistungsstärker. Die gibt es ja auch noch mit 3.3, 3.6 und 3.9 Megawatt sogar. Die wurde auch schon 2016 gebaut, die Anlage hier. Also in der Zwischenzeit hat sich noch mal einiges getan. Ja, was auch krass ist, hier hinten ist auch noch ein riesiger Windpark. Das ist der Windpark Königshofener Höhe von RWE. Auch direkt am Tagebau Garzweiler. Da stehen auch super viele Senvion-Anlagen. Ja, was noch interessant ist, von hier aus sieht man auch den Windpark Jüchen. Da stehen nämlich Nordex N149 auf Venturturm. Da sind sie, insgesamt 6 Stück, alle abgeschaltet. Vorsorglich nach dem Vorfall in Haltern wurden die alle abgestellt. Sind baugleiche Anlagen, also auch 164 Meter Nabenhöhe. Ja, aber was interessant ist, hier hinten stehen schon wieder die nächsten Türme. Sieht nach Max Bögl aus. Vielleicht bauen sie da schon wieder die nächsten Nordex, aber diesmal auf Max Bögl Turm. Interessant. Ja, was auch krass ist, hier hinten ist dann direkt der Tagebau Garzweiler.
Schon krass. Ah, hier ja, ist auch noch mal eine Infotafel zur Vertical Sky. Die kann ich euch mal noch zeigen. So sieht das Ding quasi aus, wenn es nicht havariert ist. Also quasi dieser Vertikalrotor sieht dann so aus. Genau, da steht auch nochmal alles. Also Rotordurchmesser 32 Meter, Nabenhöhe 78, Leistung 0,75 Megawatt. Ja, wer weiß. Also ich kann gar nicht sagen, ob der Hersteller noch existiert oder nicht. Habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Der Turm steht hier jedenfalls verlassen und es ist bisher nichts passiert. Schade. Ja, von hier ist nochmal ein toller Blick auf die anderen Anlagen. Wenses läuft gerade wieder an. Hinten dran die E160 und die Eviak. Ja, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen, das Video. Ich hoffe, ihr habt den kleinen Eindruck vom Windtestfeld Grevenbruch bekommen. Schreibt gerne Kommentare. Kanal abonnieren, wenn ihr mögt. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Macht's gut und bis bald.